Nachdem ihr in der schwarzen Stadt eingetroffen seid, habt ihr euch auch direkt den neuen Gegebenheiten anfreunden müssen. Ohne Wasservorräte streift ihr durch den Moloch. Brennende Höllenfeuer stieben überall zwischen den Gebäuden hoch und verwandeln alles in einen Hochofen. Rasselnde, rostige Ketten knattern um euch herum und die Luft ist krankhaft schwarz verfärbt. Asche und Ruß legen sich auf eure Kleidung. Während Yalan im gemütlichen Hotel schwarz und rot ein Gläschen Teriyaki genießt, steht ihr mit ungläubigem Blick vor dem schmatzenden Oger, der sich gerade eben Bisrabul den Kopf abgerissen hat und genüsslich auf den splitternden Knochen herumkaut. Und damit beginnen wir. Vielleicht sollte das mal jemand Yalan sagen. Ich glaube, wenn er noch mit dem Turnier teilnehmen will, braucht er ein neues Pferd. So, der will hier ein Pferd herbekommen. Was ich tun? Ich erzähle es ihm nicht. Ja, ich denke auch, das überlasse ich jemand anders. Die Ehre gebührt dem Führer des Pferdes? Vernünftig. Liegt denn jetzt noch die Hälfte vom Pferd da tot rum oder hat er da schon das gesamte Pferd gefressen? Naja, die ist auf den Boden geplumpst, blutet da jetzt langsam und permanent aus. Die anderen Oger sehen gerade ziemlich hungrig aus, gerade wenn sie auch dann auf ihren Kollegen oder Kameraden schauen. Und der eine packt dann auch den Huf von Bisrabul, der noch übrig geblieben ist. Und jetzt könnt ihr sehen, wie beide sich darum streiten. Sie sind auf der anderen Seite angebunden, der Taverne, und zerreißen dann Bisrabul noch einmal in der Mitte. Einer den Huf links, der andere Huf rechts, sodass dann jetzt weiteres Blut auf die Taverne spritzt, auf die Oger und teilweise auch euch in einen roten Sprühnebel wandeln. Ich trete zwei Schritte zurück und schau mal, der Eingang ist mitten zwischen den Ogern, oder? Genau. Die Tür geht auch auf, ihr könnt erkennen, wie da so ein kleiner, hutzliger Gräum rauskommt. Oh, Scheiße! Wie gut, dass ich versichert bin! Ich hoffe, ihr wollt keine blutige Rache an mir nehmen. Ich kann das alles bezahlen. Ah, ein gutes Pferd, oder? Das gehört dem Herrn von Dunkelstein. Dunkelstein, verdammt! Ja, wie gesagt, er soll sich bei mir melden. Ich kann ihm da einen Scheck ausstellen. Was ist ein Scheck? Ein Geldschein, eine Wertanlage. Ah, ein Wechselschein. Ein Wechselschein. Mir egal, woher ihr könnt ihn von der Nordlandbank haben, aber nehmt, wie gesagt, bitte keine Rache an mir. Ich kann dafür aufkommen. War ja auch nur ein Tier. Das solltet ihr gegenüber dem Herrn von Dunkelstein nicht erwähnen. Ja, mir egal. Sagt ihm nur, dass ich bezahlen kann. Habt ihr ein Zimmer für uns? Ja, selbstverständlich, kommt rein. Ah, ich hätte sie füttern sollen. Wollen wir wirklich hier bleiben? Habt ihr etwas, eine bessere Idee? Nun, ich habe auf jeden Fall noch zwei andere Tiere dabei. Beim Seitenblick zu meinem Goldesel und Meister Vielfraß. Ich würde doch lieber eine andere Taverne begrüßen, die nicht Vorwächter haben, die sich vielleicht an meinen Tieren vergehen können. Zumindest müssen wir auf Jerodin warten, solange er noch dort drin ist. Los, komm, Starkert. Lass uns eine andere Taverne suchen. Ihr könnt doch bei mir anschreiben lassen. Ich meine, wenn ihr hier nächtigt, ihr kriegt sowieso einen Wertgutschein von mir und da kann ich dann die ganzen Sachen für das Pferd kann ich da draufschreiben. Dann nächtigt ihr hier quasi umsonst. Ich denke, ich suche mir eine andere Taverne. Vielen Dank, der Herr. Ja. Also sagt dem Dunkelstein nur, dass ich bezahlen kann. Er blickt mit einem sehr unguten Gefühl in Richtung des Platzes, wo immer noch der vielgehörnte Greif schwarz flammend steht und predigt mit seiner ascheverzehrenden Stimme, die euch eine Gänsehaut über den Rücken laufen lässt. Wie ist euer Name übrigens? Grollmix? Grollmix. Was ist das dort für ein Dämon? Das ist Asquarash Ascheherz. Keiner weiß, wo der herkommt. Der war eines Tages hier und seitdem predigt er. Zuckt mit den Schultern. Das ist sowas wie ein Hohepriester. Verstehe. Gut.
Starkart, wie wollen wir es angehen? Ihr sucht und wir warten hier und ihr kommt dann zurück? Können wir so machen, allerdings werde ich mir eine Taverne suchen, die eher meinem, naja, Stande entspricht. Nicht, dass das hier irgendwo, egal, lassen wir das. Ich werde gucken, ob ich irgendwas weniger tierfeindliches finde. Es gibt nur noch eine andere Taverne, die Schenke Blutkrug, auf der ganz anderen Straßen, an der anderen Stadtseite. Ungefähr von hier aus 2 oder 3 Meilen. Ich war noch nie da, vor allem, weil sich die Straßenzüge jedes Mal ändern. Ihr könnt sowieso nicht auf direktem Wege dahin gehen, weil die verlorene Stadt liegt in der Mitte. Da kommt ihr nur über die Paradestraßen durch, aber... Naja, wenn ihr jetzt ohne die Paradestraßen durch die verlassene Stadt geht, dann werdet ihr sicherlich gefressen. Ich meine, er zuckt wieder mit den Schultern. Mir egal, dann kann niemand sagen, dass euer Fell weg ist, aber vielleicht legt ihr ein gutes Wort bei Dunkelstein für mich ein. Was ist die verlassene Stadt? Naja, ist euch nicht aufgefallen, dass Joalgomak viel zu groß ist? Für so viele wenige Menschen? Nun ja, rege Bautätigkeit, wenig Personen, das kann schon mal vorkommen. Das kann schon mal vorkommen. Ja, normalerweise könnte Joalgomak 10-mal so viele Bewohner fassen, als die, die hier tatsächlich wohnen. Wir sind, ich glaube, laut der letzten Zählung 8 oder 9.000. Die weitläufigen Straßenzüge sind verlassen. Hier wohnen dann eher Golems, Ghule, freie Dämonen und andere Schrecken, die ich gar nicht nennen will. Es sieht eher so aus, als ob die eigentlichen Bewohner von Joalgomak diese Dämonen wären, die auch nicht gerufen werden, sondern einfach auftauchen, und sie dulden die Lebenden eher. Das Erkunden und Durchstreifen der verlassenen Bezirke ist gefährlich, muss ich euch sagen. Also solltet ihr nicht tun. Ihr meint, wir sollten also auf den Hauptstraßen bleiben und einen riesen Umweg machen? Ja, das ist wichtig. Sagt dieser Blutkrug, was für Personen verkehren dort? Vor allem Handwerker. Handwerker aller Zünfte. Vor allem, weil da auch das ganze Schmiedeviertel ist. Die Klöppelei, die Manufakturen, die dobrischen Messer kommen daher. Das sind noch Leute, die mit Hand arbeiten. Ihr arbeitet nicht alle mit der Hand? Nein. Wie muss ich mir das vorstellen? Spannen Sie Dämonen für Ihre Arbeit ein, oder? Ja, verschiedene Dinge. Ich bin mir nicht ganz sicher, was im Refugium bei der Dämonenschmiede alles für Werkzeuge benutzt werden. Aber ob das da alles mit irdischen Dingen noch zu sich geht, oder... Naja, ich glaube, die Niederhöllen selbst lodern in den Dämonenschmieden. Verstehe. Nun gut. Ja. Könnt ihr uns den Weg beschreiben, genau zu dieser Taverne Blutkrug? Ja, wenn ihr da hingehen wollt, von hier aus auf den Hauptstraßen in Richtung Süden, wieder vorbei an den Kristallgötzen, an der Arena vorbei, an der Heptagon Akademie, dann immer auf den Hauptstraßen bleiben. Wenn ihr beim Kaisertor seid, müsst ihr nach oben abbiegen, nach Norden. Da kommt ihr dann auf den Hauptstraßen zurück zu einem Sichelschliegtor, aber dann seid ihr auch schon wieder viel zu weit hier. Müsst einfach im Handwerkerviertel nochmal fragen und da dann nach der Schurke Blutkrug euch orientieren. Vielen Dank. Oder ihr könnt einen der Bewohner hier fragen, ob ihr hier nächtigen dürft, dann müsst ihr nicht so weit laufen. Vor allem in diesem Viertel habt ihr Glück, weil viele Gebäude hier von den Agrimotschen Dienern gesegnet worden sind, und dann bleiben sie an Ort und Stelle. Diese gesegnet? Ja. Yeah. Was meint ihr damit? Schwarzer Weihrauch oder so. Ich weiß nicht, was sie tun. Ich bin kein Agrimot-Priester. Nun gut. Ich würde vorschlagen, ich warte hier auf Irodin. Und ihr geht schon mal vor. Klingt doch gut. Ich werde auch hier bleiben. Ich werde den Herrn von Dunkelstein wohl von dem Ganzen hier berichten.
Ich folge euch wohl. Geht voraus, Starkart. Na gut. Dann sehen wir uns nachher Blutkuh. Jawohl. Alles klar. Ja, ich würde dann der Wegbeschreibung folgen, allerdings mich dann auch immer mal wieder umorientieren und irgendjemanden quasi finden, der nicht so aussieht, als würde er mir, wenn ich ihn anspreche, den Kopf vom Hals abreißen und den fragen, ob sie vielleicht noch andere Tavernen gibt. Also andere außer dem Blutkrug, meinst du? Und der Ogernest? Genau, Ogerhöhle, da wo ihr sowieso Ogerhöhle. Schon vorne stand. Ja, genau, weil vielleicht hat dieser Grollmix, wenn das tatsächlich sein Name ist, was ich irgendwie bezweifle, da die Wahrheit gesagt hat, oder ob der vielleicht irgendeinen Vertrag mit dem Typen vom Blutkrug hat. Ja, würfeln wir einfach mal eine Gassenwissenprobe. Fremde Stadt, vor allem dann auch Yol'Gurmak, dämonische Einflüsse. Ich sag einfach mal eine plus 10. Könnt ihr dafür irgendwelche Vorteile reinnehmen, irgendwelche Nachteile, die ihr noch habt, aber sowas wie Kulturkunde Schwarze Lande würde natürlich gelten. Bei Ömer würde natürlich auch das gelten, was er da noch zu vorweisen hat zum Orientieren. Kulturkunde Schwarze Lande gibt 3 Punkte, ne? Kulturkunden geben 3, meine ich. Aha, sieht doch gut aus. Möchte Ömer auch? Ömer schaut sich das mal alles an, was er hier so macht und ja. Immer wird es nicht würfeln, immer wird es einfach sozusagen einfach mit aufsaugen, als Wissen, was er da tut. Ja. Oder soll jetzt jeder würfeln, der dabei ist? Nein, hätte ja sein können, dass du ihm helfen willst, aber wenn Starker das alleine machen soll, dann kann der jetzt. Bitte mach's alleine, immer ist sie gerade etwas unsicher, wie er es machen will. Ja, und welchen von diesen Gasthäusern habe ich gehört, dass da Wesenleute verschwinden? Hotel Schwarz und Rot. Aber das ist doch das teuerste, ne? Das ist ein Hotel. Können wir uns das leisten? Schau mal die anderen an. Also ich habe hier jetzt einige Gasthäuser. Lass doch gucken, dass wir ein 4-Mann-4-Personen-Zimmer bekommen für uns 4. Also ganz kurz. Hotel Schwarz und Rot, Q8P10. Das heißt, die Qualität ist sehr hoch und der Preis ist ein bisschen nicht ganz so teuer wie das Zelander. Hat auch genug Schlafplätze. Das Gasthaus Blutkaiser, Qualität 7, Preis 9. Ist auch relativ gut, hat auch noch mehr Schlafräume, ist natürlich dann ein sehr gehobenes Etablissement, nicht ganz so hoch wie Schwarz und Rot. Gasthaus Schwarzstein, Qualität 4, das ist natürlich nicht ganz so hoch wie jetzt deine Ogerhöhle. Dann gibt es noch das Bierhaus, den Torischen Landhof, Qualität 6, die Schenke Blutkrog, Qualität 6. Ogerhöhle, da standet ihr gerade vor, Q5 und die Kaschemme Üsli-Stolz, Q2. Was das in einer dämonischen Stadt bedeuten soll, Q2-Gasthäuser sind natürlich immer ganz, ganz gefährlich. Ich muss ja sagen, der Tobrische Landhof gefällt mir vom Namen her sehr gut. Ich verlasse mich da mal so auf dich, Starkhart, du scheinst davon Ahnung zu haben. Müssen wir allerdings trotzdem noch zum Blutkrug, um die anderen abzuholen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal diesen utopischen Landhof an und wenn der gut ist, dann können wir dort ja schon mal buchen und danach zum Blutkuh. Das klingt vernünftig. Ja, auf zum Bierhaus Utopischer Landhof. Ja, gut. Du hast dich ein bisschen erkundigt, hast dann nachgefragt und das soll dann wohl eben auch irgendwo neben dem Ibelrieder Pforte sein, also von hier aus in Richtung Norden auf einer der beiden Prachtstraßen. Und da könntet ihr dann eben an Iolaos und Adeptus Abel mir wieder vorbeigehen, könntet denen dann einfach mal im Vorbeigehen davon berichten, dass ihr jetzt auf der Suche nach dem Torischen Landhof seid und ja, wo auch immer der ist, aber der ist relativ in der Nähe. Das sind keine vielen Meilen, sondern einfach nur die Straße hoch und dann irgendwo am Ebelrieder Tor Pforte. Ja, dann würde ich denen sagen, dass wir da jetzt erstmal hingehen. Oh, sehr schön. Wart ihr schon drin? Nein, werden wir jetzt erkundigen, wie es da so ist.
Ja, gut. Wenn ihr dort ankommt, könnt ihr erkennen, das sieht wohl noch relativ normal aus. Ein relativ großes Haus, auch fünfstöckig. Sieht so ein bisschen schief aus, aber es gibt hier auch dahinter so eine kleine Wiese mit schwarzem Gras, wo man dann auch ein paar Tiere angebunden hat. Vor allem die Neuankömmlinge aus Tobrien, ein paar Ritter, die nicht irgendwie auf Wölfen oder so gekommen sind, sondern da ja einfache Landritter sind, die haben dann hier ihre Pferde angebunden und da wäre auch Platz für eure beiden drei Esel. Wir haben doch nur zwei Esel momentan dabei, oder? Genau. Nein. Doch. Doch. Ein Esel gehört uns vier nicht. Der gehört Amicio. Genau. Ach so, der ist auch da geblieben. Okay, dann habt ihr nur zwei Esel. Ich dachte, den hättet ihr auch mitgenommen. Gut, dann seid ihr mit zwei Eseln, könnt ihr da unterkommen. Und wenn ihr in die Stube eintretet, beziehungsweise, ist es wie gesagt ein fünfstöckiges Gebäude, sehr groß, sehr schief. Es ist sehr eng unten, kleines Lagerfeuer, was dann hier auch im offenen Raum schwelt und das Ganze so voll ruß. Es ist ziemlich warm hier drin, viel zu warm eigentlich. Es gibt auch nur wenige kleine Fenster, durch die kann man nicht durchsteigen. Eine schiefe Kneipe, Kneipentresen, wo dann so ein, Rezeption ist zu viel gesagt. Da steht einfach ein Mann hinter mit Uniform und nickt euch dann höflich zu, während ihr dann gerade dort euch umseht, könnt ihr auch erkennen, wie dann aus einer Küche eine ältere Frau, ziemlich runzlig, mit so einer Nickelbrille auf der Nase, kommt dann eben auch rein und nickt euch dann auch freundlich zu. In vollen Vater mit euch. Und mit euch. Willkommen in meinem Landhaus. Ja, wir hätten ganz gerne ein Viermannzimmer. Ja. Seid ihr auch wegen dem Turnier hier? Tragt euch in das Gästebuch ein. Er dreht einmal einen riesigen Schinken von einem Buch, dreht er einmal um und hält euch dann eine Feder hin. Ja, Ömer nimmt dann die Feder, tunkt das auf und trägt dort ein Abu. Etwas krakelig. Wo soll ich unterschreiben? Hier, in diesem Buch. Hört doch zu, junger Mann. Starkhardt schaut sich dieses Buch an und setzt dann da einfach drei Kreuze. Das soll mir genügen. Wie heißt du? Starkhardt. Schreibt er sich auf einen kleinen Zettel? Was ist mit dir, Zwerg? Ja, warte. Ich würde auch mal da Eisenmann hinschreiben in Rogolan. In Rogolan. Ja, Igna tut es dir gleich und fängt aber an mit einem I, streicht das dann ganz schnell durch und schreibt dann auf rogolanischen, zwergischen Runen dann seinen Eisenmann-Stahlmann rein. Gut, damit habt ihr euer Zimmer. Ja, ihr habt das Zimmer dann im fünften Obergestock. Ganz oben, die anderen sind schon ausgebucht, die kommen ein bisschen spät. Liegt einfach daran, dass gerade viel los ist, mehr als sonst. Sagst du uns einfach Zimmer die Nacht? Zimmer die Nacht? Nur ein, gut, Silber, also eine Zetel Dukate. Da ist dann auch Frühstück dabei. Könnte auch mehrere Tage bleiben. Ich vermute, wie gesagt, das Turnier geht in 4 Tagen los. Und wie gesagt, noch habe ich Platz. Ich habe aber auch schon gesagt, dass die nächsten 3 mal herkommen sollen, damit ich hier einen Aufbau bekomme. Ja, immer greift man in seinen Beutel rein, zieht mal eine Yolgo Magdukati hinaus und gibt die dem Mann. Und pillt dann nochmal im Säckchen rum, um noch die kleinen Reststücke davon zu suchen und hat dann eine ganze Yoldo Magdukate abgegeben. Ja, bezahlt ihr für alle oder nur für euch und aber dann? Der Preis für das Zimmer. 10 Tage, das Zimmer. 10 Tage. Gut. Also gut, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, wir können dann auch einem kleinen Dämon Bescheid sagen, der kann dann die Sachen nach oben bringen, wenn ihr wollt. Das geht schon gerade. Gut, dann passt bei der Treppe auf. Kann auch sein, dass einige Stufen so ein bisschen splittrig sind. Wenn ihr euch da den Fuß aufreißt, das kann auch gut durch Plattenstiefel aus Erz oder sowas durchgehen. Müsst ihr aufpassen. Blutvergiftung geht am besten gleich in den Tempel, aber passt einfach auf, wo ihr hintretet.
Sind die Tempel hier eigentlich? Wo sind die Tempel hier? Die könnt ihr gar nicht übersehen. Ich? Nein. Hier, direkt im Süden, die Prachtstraße nach unten, das Agrimatheum. Die riesige Feuerlanze, die in die Luft schießt. Nicht gesehen? Ach, jetzt wo ihr es sagt? Ich wusste nur nicht, dass das der Tempel ist. Ja. Ne, ist ja die ganze Zeit. Und ihr könnt euch auch, wenn ihr in der Stadt seid, könnt ihr euch eigentlich immer am Sternturm orientieren. Der ragt ja direkt in die Wolkendecke rein. Das stimmt, ja. Einfach Sternturm auf der einen Seite und die Flammensäule vom Agrimatheum auf der anderen Seite, damit könnt ihr euch immer ganz gut orientieren. Ja, wir haben auch bald Ruhestunde. Ich glaube, bei euch Zwergen ist das auch so eingeführt, oder? Hat man mir zumindest so berichtet, von den Dunkelzwergen. Ach so. Dunkelzwerge. Hattet ihr schon viel Kontakt mit Dunkelzwergen? Ja, gerade hier in der Nähe, bei oben, im Heiligtum da, bei den Dämonenschmieden, da laufen auch ganz viele rum von denen. Ah, ach so. Und ich nehme mal an, dann darf man sich nicht mehr draußen sehen lassen? Von wann bis wann geht das denn? Naja, was heißt draußen sehen lassen? Wir haben hier Fleiß, Muße und Ruhestunden. Macht halt keinen Sinn, dass wir die Tage mehr in Tage einsortieren, dann sowas wie Tag und Nacht, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Es ist ja immer dunkel. Deswegen haben wir das einfach zu 8 Stunden dann in Einheiten sortiert. Fleiß, Muße und Ruhe. Und die Ruhestunde hat schon angefangen. Könnt euch aber auch draußen rumtreiben, wenn ihr wollt. Müsst ihr auch aufpassen. Ihr solltet dann, kann sein, dass eine Blackerazzia oder sowas ist. Die ist öfter mal, wenn er die Irrhalken gerade irgendwelche Türen eintritt. Da hat dann wieder einer nicht aufgepasst. Schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf, haben die Gotongis mal wieder irgendwas entdeckt und gehört und dann wird das Haus gestürmt. Nee, was bedeuten die 3 Stunden jetzt hier, die 3 Stunden harten? Ruhestunde, also man darf nicht laut sein und man darf nicht draußen sein. Nee, das ist normalerweise die Zeit, wo wir uns ausruhen, weil, also ich bin kein Dämon, ich muss mich auch irgendwann mal zur Ruhe setzen, so hinsetzen, schlafen, essen. Ach so, wenn ihr hungrig seid, ich kann euch noch ein bisschen Schwarzkornbrei anbieten. Und was zu trinken dazu, bitte? Das kostet aber extra. Ja. Das ist dann so. Gut. Wollt ihr euch dann hier unten in der Wirtsstube hinsetzen? Nee, wir wollen unter uns bleiben. Gut, dann bring ich euch das Essen gleich hoch. Danke. Ihr seid nicht von hier, ja? Also aus Mendena, oder? Nee, Mendena. Okay, Mendena. Ich glaube, da kriegt ihr noch richtiges Getreide, ne? Da ist das noch vollkommen in Ordnung, gut. Okay. Ja, lasst euch nicht verwundern, ist am Anfang schmeckt es ein bisschen ölig alles. Einfach runter damit. Das schmeckt, wie gesagt, so ein bisschen schleimig, aber spätestens nach 3 Tagen oder so will man nichts anderes mehr. Ja. Und wenn man das schleimige Getränk dazu trinkt, dann wird das auch alles passen, denke ich. Gut. Dann ruht euch erstmal aus. Ich bringe euch das gleich nach oben. Ja. Und immer geht vorsichtig die Stufen hoch, schaut immer nach, wohin er tritt. Nicht, dass er sich da irgendwas einfängt. Gut. Ich folge Ömers Beispiel ganz vorsichtig und versuche dahin zu treten, wo er schon hingetreten ist. Dann machen wir doch einfach mal weiter bei Adeptus Abel, Miriam Morenes und Iolaus. Steht immer noch davor. Die Oger schmatzen genüsslich, haben jetzt mittlerweile das Pferd komplett verspeist. Habt euch vielleicht ein bisschen abseits von den Ogern gestellt, vor das Hotel Schwarz und Rot und wartet, oder wollt ihr reingehen? Wir wollten warten. Mhm. Weil wir durften ja nicht rein oder wollten jetzt nicht weiter stören. Ja. Aminalaus, wie wollt ihr Chirodin das erklären? Zeige doch das Pferd. Frei heraus natürlich. Und ich denke, wir sollten ihn zumindest davon in Kenntnis setzen, dass wir ihm etwas sagen wollen. Während ihr wartet, könnt ihr auch sehen, wie wohl mehrere Karren angefahren werden. Und vor dem Hotel Schwarz und Rot erst einmal nach und nach 12 Särge abgestellt werden. Nun, das scheint mir doch sehr ominös zu sein.
wollen die hier mit Särgen? Gucken wir die Kutscher mal an. Sind die normal oder? Du siehst zumindest keine offensichtlichen Paktmale oder sowas. Sie sehen auch so ein bisschen tot aus, ähnlich wie dein Esel, der neben dir steht. Also innerlich tot, könntest du fast meinen. Als ob sie keine Emotionen hätten. Sind allerdings auch dann wie ein typischer Kutscher mit einer hohen Lederkluft eingeschlagen, schwarz und schwarz. Ein Hut mit Krempe ins Gesicht gezogen. Kann man nicht wirklich viel erkennen. Aber die tragen wohl diese Särge dann alleine. Also heben die dann nach und nach, was auch immer da drin ist, heben die dann vom Kutschkarren oder vom Bock, vom Wagen und stellen die dann nach und nach eben vor dieses Hotel. Mal an der Laus, meint ihr, das sind Untote? Nein, das ist möglich. Und vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Ich rechne mit allem in diesem Höllenpfuhl. Ja, während ihr weiter wartet, immer noch nicht darauf. Ja, ihr habt doch komplett die Zeit verloren, weil es alles immer irgendwie nur dunkel ist. Vielleicht das Einzige, was euch noch weiterhilft, ist, dass eure Fackel weiter runterbrennt. Irgendwann könnt ihr erkennen, dass ein riesiger Gallertbrocken aufgetaucht ist neben dem Hotel. Hat sich wohl irgendwie über die Straßen durchgeschoben. Ein Dämon, du kannst zumindest die Hörner noch erkennen, die aus diesem Gallertklumpen nach draußen sich strecken, der dann sich über einen der Kutscher auch schiebt. Der wird einfach zerquetscht. Du kannst die Knochen knacken hören. Siehst ihn da auch, wie sie dann so ein bisschen durchschimmernd auf dem Boden liegt, komplett zerdrückt und sich dann durch Säure auflöst, hat aber auch nicht ein einziges Mal geschrien. Und dann werden nach und nach diese Särge, 12 Stück, in diesen Gallertklumpen eingeschlossen, ohne dass sie von der Säure angegriffen werden. Und dieses Ding auf der Außenseite vom Hotel rutscht es dann nach oben, transportiert die Särge nach oben. Ein Fahrstuhl. Das ist wahrlich ein kurioser Portier.